Willkommen bei FLP NIE, Familienstellen, Lebensberatung und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Thema ist eigentlich heute hier und jetzt. In meiner Zeit, wo ich jetzt arbeite, ist immer mehr geworden, dass Menschen kommen mit Ängste, mit Zwänge, die hervorgerufen sind aus der jetzigen Zeit. Es soll keine Anklage sein, es soll eine Feststellung sein. Wie ich schon sagte, ich klage nicht wegen Corona oder gegen die Politik, sondern weil die Angst, die entsteht, Urängste oder Ängste aus vergangener Zeit wieder hervorbringt. Man kommt aus der Kindheit, aus der Jugend, aus dem jungen Erwachsenenalter. Man hat sich mit Mühe und Not, mit Händen und Füßen, hat man sich einen Platz geschaffen und hat sich den gesichert. Alle Menschen haben so ganz bestimmte Eigenarten an sich. Ich nenne sie mal so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und diese Eigenart, die wir so haben, die sichert so unsere Situation im Hier und Jetzt. Und jetzt fangen bei vielen an, diese Sachen zu bröckeln. Sie haben keine Sicherheit mehr. Bei mir als Lebensberater und Familienaufsteller habe ich immer wieder Anrufe über Depressionen, Zwänge, Angst, Verstecken, nicht herauskommen können. Es werden mir immer wieder logische Gründe genannt, die vorab gerade existieren. Aber weil ich immer hinter den Hintergrund gucke, stecken da Urängste hinter. Wie ich gerade schon sagte, wir haben uns ein System aufgebaut, wo wir drin leben können. Aber es ist nicht mehr zu halten, weil wir eine neue Zeit haben. Es ist so viel dazugekommen in den letzten 2 Jahren. Digitalisierung zum Beispiel, Homeoffice, Homeschooling und viele Dinge mehr. Es hat zu tun mit Ausgrenzung, mit Diffamierung und mit ganz vielen Dingen mehr. Wie geht es aber? Diese haben wir alle schon mal erlebt. Wenn wir uns mal erinnern an den Schulhof vom Frühjahr. Es recht so meine Generation, ich bin nun 62, wie haben wir auf dem Schulhof gelebt? Wie sind wir mit unseren Mitschülern umgegangen? Es war nicht immer schön. Im Nachhinein kann ich es sagen, aber mittendrin hat es auch Spaß gemacht. Den zu ärgern und dies und jenes. Es haben sich da eben so auch Gruppen gebildet. Aber diese Gruppen, die gaben uns Festigkeit. Und wenn wir jetzt schauen von früher, waren weniger Menschen krank wie heute. Und heute, weil diese alten Bindungen nicht mehr da sind, werden die Menschen krank und sogar zusehends krank. Und dazu reiche ich euch wie immer meine Hand. Familienstellen zeigt dir bildlich, du kannst es wirklich sehen, wie deine Ängste, deine Persönlichkeit auseinandernimmt. Weil du keine neuen Muster hast und keine Programme, die dir wieder Festigkeit geben. Du hast keinen Plan. Es hört sich ein bisschen brutal an, aber es ist so. Du hast noch keinen Plan, wie du dich neu aufstellen kannst. Dein Verstand sagt, ja, ich hab's. Aber dein Herz sagt, scheiße. Das fühlt sich einfach unweigerlich an. Und hier biete ich dir eine Hilfestellung, dass du wieder zurückfindest. Und nicht nur zurückfinden, dass du im Endeffekt noch mehr gewonnen hast als früher. Lass dir das mal so durch den Kopf gehen, was ich gerade gesagt habe. Du brauchst dich gleich entscheiden, aber lass es einfach mal wirken. Ob ich recht habe? Viele sagen, nein, Robert, du doch nicht. Aber schlaf drüber und dann denkst du weiter. Beziehungsweise die Antwort wird dir geschickt auf dein Unterbewusstsein. Bis dato verbleibe ich wie immer, euer Robert Gerhard. Ciao.